Hallo, hier ist wieder euer Falk und heute mal ein ganz anderes Video. Und zwar, ich habe zu Hause auch eine kleine Modellautosammlung. Und wie man jetzt hier sieht, wir haben einen neuen Fußboden bekommen. Und das kann man gleich mal als Grund nehmen, neue Vitrinen zu bauen. Also, auf geht's. Ja, und als Grundteil nehme ich Bester Möbel. Von einem bekannten schwedischen Möbelhaus. Und das ist jetzt ein Viererkorpus und den bauen wir jetzt erstmal zusammen und dann geht's weiter. Ja, das geht schon mal ziemlich schnell aufzubauen. War alles schon vormontiert, denn dieses Viererstück habe ich bei eBay Kleinanzeigen geschossen. Der Hauptgrund ist nicht der Korpus, den gibt es noch bei dem schwedischen Möbelhaus mit den vier Buchstaben. Sondern diese Vitrinenglasscheiben. Da ist jetzt hier bloß eine Pappe drinne, aber es ist Glas und die sehen jetzt anders aus. Und da ich schon einige von diesen Vitrinen habe und ich jetzt hier bloß erweitere, habe ich das bei eBay gekauft. Ja, die erste Vitrinentür habe ich jetzt auch schon dran gemacht. War auch ein bisschen blöd, denn wir wollen die ja noch beleuchten und da habe ich auch in diesem Laden Wachsmyra, heißt das Ding, solche LED-Lämpchen geholt und die werden wir jetzt hier einbauen. Ja, um die Lampe hier fixieren zu können, das ist jetzt quasi der obere Teil, das stimmt, müssen wir die Mitte ausrechnen. Das hatte ich schon ausgerechnet, ist bei mir jetzt hier 28,3. So, gleich nochmal rein. Hier auch noch. Und hier auch nochmal. Denn es sind solche Kabelkanäle mitgeliefert, zwei Stück. Passen genau hier hin. Und da ist unsere Lampe genau an der richtigen Stelle. So, um die durchzubekommen, bohren wir jetzt hier ein Loch in die Rückwand. So. Dann füllen wir die Lampe durch. Also das Kabel. Kleben wir den Kabelkanal an. Das habe ich das hier dreimal angezeichnet. Und das zweite, das ist mit dabei in diesem Wachsmyra Lampenset. So, die Lampe klicken wir hier rein und jetzt machen wir noch den Kabelkanal zu und das sieht das wunderbar aus. So, das machen wir jetzt mit den anderen drei auch noch. Ja, jetzt haben wir hier die ganzen Schnibbel von den Lampen und da gibt es von der wunderbaren schwedischen Firma Ansulta. Aber hier ein Stecker und 6 Steckplätze. Da stecken wir jetzt die Teile rein. Und zack. Und
das kommt in die Steckdose. Und plopp, es geht alle nicht. Ja, und so sieht das fertig aus. Fertig beleuchtet. Mein Viererwürfel. So, und jetzt blenden wir mal auf. Jetzt ist aus dem Viererwürfel plötzlich ein 24er-Würfel geworden. Vor dem Umbau und der Renovierung des Zimmers waren es nur 20 Würfel. Ich hoffe, meine Frau merkt das nicht, dass jetzt 4 dazugekommen sind. Ja, jetzt machen wir die Glasscheiben wieder rein. Da oben haben wir schon angefangen. Und dann kann ich wieder tagelang die Modelle einräumen. So, mal wieder ein kleines Update. Hier stehen schon die Neuheiten hier, die erst neu gekommen sind von Siko. Damit die dann alphabetisch genau reinpassen. Ich bin nämlich ein Sammler, der das gern alphabetisch macht. Und deshalb fängt das dort hinten auch an bei A wie Alfa Romeo. Ne? Dann kommt Audi, jo, BMW und so weiter und so weiter. Die steht natürlich jetzt ziemlich eng, weil ich meine, ich habe jetzt hier 24 Würfel. Mehr geht wirklich nie. Ich habe immer 10 Autos auf einer Reihe. Bei 2, 4, 6 solchen Dingern und 4 Reihen sind das pro Würfel 240 Autos. Also werden hier wohl locker 5000 Autos reinpassen. Ja, jetzt habe ich natürlich noch eine Menge Würfel vor mir. Denn ich habe erst 2 komplett geschafft einzusortieren. Ja, nun mal ein kleines Zwischenfazit hier. Es sind aber noch etliche Vitrinen frei und im Keller stehen noch einige Kisten mit Autos. Aber ich habe schon vieles geschafft. Aber das braucht richtig Zeit. Na, und das ist nur das Ergebnis meiner Modellautowand. Schön mit Beleuchtung. Draußen ist hell, man sieht das Fenster. So. 24 Würfel. So sieht's aus. Eine Riesenwand im Zimmer. Die ganze Seite damit belegt. Oh. Finde ich klasse. Ja, ich bin so Alphabet-Typ. Da hinten fängt es nämlich an mit Alfa Romeo. Ne? Geht dann weiter eben hier zu Audi. Und die nächsten Etagen. Audis gibt es eine Menge, wie man hier sieht. So, und irgendwann kommt dann auch mal BMW. Und dann zieht sich das Bentley vorher noch. Dann zieht sich das so Stück für Stück durch die Vitrine. Na, weiter geht es dann hier mit der nächsten. Die Bugatti-Sammlung. Haben wir schon mal ein extra Video gemacht? Könnt ihr euch anschauen. Ja, und dann geht es weiter hier. Chevy, Citroën, Dodge, Ferrari. Was haben wir hier noch? Ford. Ja, und dann geht es weiter. Also ich zeige euch jetzt bloß mal die PKWs da oben und unten. Das sind ja bei mir die ganzen LKWs. Ich habe aber auch nicht alle, die es gibt. Es ist einfach zu viel. Und solange ich hier noch kein Museum habe,
das wäre dann mein Endtraum. Ups, so der Finger. Mercedes, jawohl. Gibt es eine Menge von Siku. Ja, nee, hab ich will übertrieben, ich gebe es zu. Ja, sag's nee. Ich habe ein bisschen viele von den 600ern. Ich weiß auch nicht warum. Steh halt drauf. Aber. Und dann hier geht's mit Porsche weiter. Ja, Porsche gibt's auch eine Menge von Siku. Allen möglichen Arten und Ausführungen. Ja, und dann kommen wir schon die Minis, die Smarts, bisschen Suzuki, Toyota, Volvo und Volkswagen. Ja, und so geht das jetzt hier einfach weiter. Mit Volkswagen. Und natürlich die ganzen T3-Busse. Gibt es auch ein extra Video, haben wir schon mal gemacht. T4-Busse. T5-Busse. Und hier sind die Majorette-Autos drin. Das habe ich noch nicht ganz so lange. Das sind es auch schon quasi knappe zwei Würfel. Und hier unten sind dann eine Menge von den SS87ern. Siku. Das ist noch interessant, die ganzen Busse. Busse und Straßenbahn hauptsächlich. Auch eine Menge NC50er, Traktoren, LKWs, wenn ich Flugfelder Löschfahrzeuge, gibt es nämlich auch einige und Transporter. Ja, wie gesagt, ganz oben dann noch die Schiffe, die habe ich dort platziert, auch schon ein paar zusammengetragen und hier die LKWs. Und die Busse. Ja. Das ist meine Sammlung. Ja, über Anregungen und so weiter würde ich mich natürlich freuen. Schreibt einfach in die Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und so weiter und so fort. Ja, dann bis bald. Euer Falk.